Wie heißen die vier Felder der Boston-Matrix? Nun, malen wir uns das mal auf. Zunächst mal Ausgangspunkt ist dieses Koordinatenkreuz. Und wir beginnen mit der Achsenbezeichnung der Abszisse, relativer Marktanteil, dann hier oben an der Ordinate Marktwachstum. Wir skalieren in niedrig und hoch, indem wir die Achsen jeweils an der Hälfte hier unterteilen. Dann ziehen wir diese Trennungslinie durch. Sie können das mit Lineal halt viel schöner als ich, aber irgendwie erscheint dann sowas wie diese Vier-Felder-Matrix. So, und jetzt ist die Frage, wie heißen die vier Felder? Genauer müssen wir eigentlich sagen, wie heißen die Produkte, die wir hier in diese vier Felder positionieren? Niedrig, niedrig, diese Kombination nennen wir arme Hunde, poor dogs. Darüber, das sind die Fragezeichen. Daneben, das sind die Stars. Und darunter, das sind die Milchkühe oder Geldkühe. Cash Cows auf Neudeutsch. Die Geldkühe. Ja, Cash Cows. So heißen die Produkte, die wir in diese Felder positionieren. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.